Ramona Elsen auf Florian Rost. Herzliche Gratulation zu der Auszeichnung. Überraschung für euch? Ja, also wir sind natürlich mit der Einstellung hier zum Gewinnen. Also demher sind wir nicht so überrascht. Nein, klar sind wir überrascht und wir sind überrascht, dass wir so viele Stimmen hatten. Und ja, es tut gut zu wissen, dass uns so viel unterstützen. Was bedeutet euch der Titel? Ja, dass grundsätzlich der Thurgau hinter uns steht. Weil halt das Eistanzen ist sehr eine Randsportart in der ganzen Schweiz. Und das ist schon ein Zeichen, dass der Thurgau hinter uns steht und das auch cool findet, was wir machen. Genauso cool, wie wir halt das auch finden, was wir machen. Ja. Okay. Wie geht es weiter bei euch in dieser Saison? Ja, jetzt fleissig trainieren, jeden Morgen und Abend. Und dann Ende März fliegen wir auf Nizza an die Weltmeisterschaften. Was ist dort das Ziel? Wir waren letztes Jahr Top 25 und das ist auch das Ziel von diesem Jahr, damit wir uns qualifizieren für die Top 25 der Welt. Wenn wir das schaffen, dann können wir sehr zufrieden sein mit unserer Leistung, weil wir sind bei der Elite sind wir noch von den Jüngsten, eine von den jüngsten Perli. Und durch das ist natürlich ist sehr schwierig, weil das Feld ist super stark und ja. Eben, dann sind das sicher Olympische Spiele irgendwann haben sie noch im Hinterkopf. Was braucht es da dazu, dass ihr das arbeiten könnt? Ja, also ziemlich viel Unterstützung halt von unseren Sponsoren, von unseren Eltern, von unseren Trainern. Ganz viel Training, Trainingslager, gute Resultate an den Wettkämpfen, jetzt gerade drei Jahre vor Sochi. Ja. Was gibt es für sportliche Kriterien, die ihr erfüllen müsst? Die sind von Swiss Olympic, also wir müssen im Jahr fahren aus, müssen wir uns qualifizieren, also wir müssen so einen Quotenplatz holen, damit du überhaupt an die Olympiade kannst gehen. Das ist zwar vom Internationalen Olympischen Komitee und dann Swiss Olympic tut dann schlussendlich noch entscheiden, ob du dann auch wirklich geschickt wirst oder nicht. Okay, danke vielmals für das kurze Interview und viel Erfolg weiterhin. Merci. Danke.